So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir befinden uns immer noch in der Quarantäne. Ne? Ihr seht das hier am Pullover, am Schlafanzug Oberteil ist immer noch da. Adi ist auch. Adi ist auch da. Der Adi, der versteckt sich hier nämlich schon wieder auf dem Karton. Wir haben nämlich wieder einen grünen Karton bekommen. Das ist Fanpost. Und ich weiß jetzt auch von wem, ne? Es hätte mir eigentlich wie Schuppen von den Augen fallen müssen. Das ist von Veronika. Veronika, die mir auch die Capture-Card bestellt hat und geschickt hat. Veronika, die mir Slaps and Beans gekauft und bestellt hat und geschenkt hat. Veronika, die schon die scharfe Post geschickt hat. Scharfe Post von Veronika, wer weiß noch Bescheid. Und diesmal gibt es wieder ein großes, grünes Survival-Paket von frisch aus Mallorca. Guckt euch das mal an. Und was da drin ist, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Die schreibt nämlich immer alles auf so Zettel, so riesengroß. Guckt euch das an und da steht dann einfach Ramontes. Und dann wisst ihr genau, das ist von der Veronika. Das machen wir jetzt mal auf. Ich nehme das nämlich jetzt hier am Mittwoch auf, wo wir heftig zu tun haben. Ich habe nämlich schon in Wellington die Raid-Stunde gestreamt. Ich habe in Tokio die Raid-Stunde gestreamt. In 2 Stunden muss ich in Neu-Delhi die Raid-Stunde streamen. 18 Uhr ist dann bei uns Raid-Stunde. 0 Uhr New York. 3 Uhr San Francisco. 6 Uhr Hawaii. Das ist mein Zeitplan. Weil ich doch eigentlich ein 100er Darkrai haben möchte und deswegen muss ich da so viel machen. Man muss da hinterher sein. Habe ja nicht das Glück wie andere, die im 5. Raid einfach eins kriegen und dann Urlaub haben. Ich muss auch was dafür tun. Ja? Jetzt haben wir das hier auf. Oh mein Gott. Adi, da guckst du ganz gespannt, was da wieder drin ist. Ich weiß gar nicht, mit was wir anfangen wollen. Wir haben hier irgendwie Arznei oder so. Was ist das? Arzneitee. Brust- und Hustentee. Also, wenn ihr den trinkt, dann geht der Husten weg und eure Brüste werden kleiner. Das ist gut für Männer, die einen weiblichen Busen haben, so wie ich. Von Bad Heilbrunner, die kennen sich aus. So wird jede Frau zum Mann. Einmal hier für dich. Das ist nichts für dich, aber ich habe es irgendwie trotzdem bei dir rein. So, dann haben wir hier, was haben wir noch? Chips. Chips. Chips frisch Peperoni. Ich mag ja eigentlich nicht so dünne Chips, wenn da müssen die geriffelt sein. Chips frisch Peperoni kenne ich persönlich aber jetzt gar nicht. Und Chips frisch von Funny Frisch ist ja eine Marke. Also die müssten schmecken, wenn ich denn Geschmack hätte. Die werde ich mir aufheben, wenn das nächste Mal wieder jemand zu Besuch kommt und Coronas vorbeibringt. Werde ich die aufmachen, hinstellen, dann wird die leer gegessen. Warum nicht, ne? Man muss ja nicht alles für sich behalten. Dann aber gleichzeitig hier, hatte ich das. McKennedy. Wie bei der WWE. Kennedy. Was ist denn? Das sieht aus wie eine Fledermaus. McKennedy. Chili Chicken Wing Style Kartoffelchips. Also auch wieder aus dem Lidl diesmal dünne Chips mit Chili Chicken Wings Style. Ob die scharf sind, das werden wir später sehen. Die sehen aber, das ist was Besonderes. Da freue ich mich mehr drauf als auf die Chips frisch Dinger, die da rumfliegen. Dann haben wir hier Kaiser, der Kaiser höchstpersönlich. Schickt euch Waldhonigsalbei, gepriesen seiet die Herren. Das ist bestimmt auch gut zum Lutschen. Hustenbonbons, aromatisch, sanft. Ja? Pack mal hier rüber. Genauso wie, Moment, Ingwer Holunderblüte. Die Mama ist den ganzen Tag daran, weil die ist ja zusammen mit mir in Quarantäne, Ingwertee zu machen. Ja? Ingwer hier, Ingwer da, Ingwer mit Honig. Jetzt Ingwer Holunderblüte mit Honig dann drin. Das heißt, wir packen das einfach mal hier drüben hin, ja? Weil der Adi, der ist dort beschäftigt mit dem Wasserhahn. Dann aber nochmal Tee von Messmer. Pfefferminztee von Messmer. Riech mal hier. Riech doch mal. Und wie riecht's denn? Nicht so cool. Pfefferminztee, ganz wichtig. Hier hast du marokkanische Minze. Was ist der Unterschied zwischen Pfeffer und Marokko?
Genau. Hammer nicht. Ist alles Tee, wie ihr seht. Dann sehe ich hier eine Packung Tembo Taschentücher. Pack mal hier rein. Weil ich total bekloppt bin, aber noch eine zweite bei. Pack mal hier rein, da kommt schon wieder der Marktschreier durch. Dann, das muss ich rüberpacken. Wir haben hier für den Adi Felix Crispies, was Trockenes. Wenn er mal so ausrastet, gebe ich ihm manchmal so eine ganze Tüte Trockenes. Und dann ist er wieder ruhig. Crispies, weggepackt. Knabbermix, weggepackt. Taschentücher, weggepackt. Dann hier, Knuspertaschen von Whiskas. Weggepackt. Hier haben wir Pesto Rosso, ja, von Casa Rinaldi. Pesto, ich habe bisher einmal in meinem Leben Pesto gegessen, das war grünes, das war in der Schweiz beim James und fand das so genial, dass ich das zu Hause auch kaufen wollte und meins hat einfach nicht so geschmeckt wie seins. Bin mal gespannt, wie das schmeckt, ein paar Spaghetti oder Nudeln dazu machen. Es muss nicht immer Tomatensauce sein, es kann auch einfach Pesto sein, ist auch vegan, ist glutenfrei, ohne Käse, ohne Knoblauch. Was? Und vegetarisch ist es auch noch, nachdem es schon vegan ist. Das ist aber sehr schön. Wenn was vegan ist, ist es doch automatisch vegetarisch, oder? Aber was vegetarisch ist, ist nicht automatisch vegan. Pesto auf jeden Fall dabei. Dann hier passend für den Tee, Waldhonig aromatischer von Maribel, ja? Maribel, die Sorte, die Firma, wenn es um Tee geht. Dann haben wir hier nochmal Honig, Bio-Blütenhonig von Maribel Flüssig. Heißt das jetzt, der andere ist fest? Das wird ein Fest, den Honig zu dinieren. Hier hast du Brombeer 2020. Ist die alte Version, ne? Ist schon 21. Da musst du aufpassen, wenn du da mit deinem Brombeerglas durch die Gegend läufst und dann kommen die Brombeer 2021 Leute an, die dissen dich da, wenn die sagen, ha, guck mal, der hat noch die alte Version. Also da können Leute richtig fies sein. Was hast du hier? Kannst du nicht erkennen. Ist auf jeden Fall 2018. Ist ein bisschen orange. Ach so, hier vorne steht noch was. Gitte? Quitte. Nicht Gitte, das ist Quitte. Quitte 2018 ist auch ganz toll für die Mama. Die isst nämlich gerne so Marmelade und Brotaufstriche. Da hat die auch schön was dabei. Dann habt ihr hier noch was dabei. Und zwar Mailänder Brötchen zum Fertigbacken. Die sehen süß aus. Oder auch nicht, vielleicht sehen die auch rustikal. Was sind Mailänder Brötchen? Was ist da jetzt anders? Hier haben sie so komische Wosch drauf, hier haben sie so Ringelstöcke drauf, hier haben sie Käse und Oliven. Also das sieht eigentlich sehr orientalisch aus. Pack mal, ja Adi, ich weiß, ich tue alles auf dein Zeug. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn noch hin tun? Guck doch mal. Der Adi weiß gar nicht, wo er hin soll. Der Adi denkt so, er nimmt sich gleich den Rasierer und dann sieht er aus wie ich. So, dann nochmal hier, was haben wir noch? Alverde. Pflegedusche, Biominze, Bio-Bergamotte, jede Haut. Was gibt's denn für Hauttypen, ja? Haut, viel Haut, wenig Haut, Hornhaut. Auch für die Hornhaut, genau. Ibis packt uns noch ein Steinofenbaguette mit rein. So schmeckt Frankreich, ja. Ich glaube, der Adi würde wieder außen die Folie von der Packung fressen und würde sich übelst freuen, weil das ist irgendwie, da steht er total drauf, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Dann Rewe, beste Wahl, Ciabatta zum Fertigbacken. Ich weiß nicht, wohin damit, da ist so viel Zeug drin, ich komme gar nicht mehr klar. Dann hat die hier noch was, so zum, mit, das ist von Italiano irgendwas. Cantuccini mit Schokolade. Kennt ihr Cantuccini mit Schokolade? Habe ich auch noch nie gehört. Hier entdeckst du Sachen, die gibt's gar nicht. Oha. Dann habe ich was gefunden. Da hat wohl jemand zugehört, dass ich immer sah von Lay's. Meine Lieblingschipsorte ist Thai Sweet Chili. Jetzt haben wir hier Snack Day
Kesselchips mit Sweet Chili Flavor. Die Packung sieht auch so ähnlich aus wie die Lay's Thai Sweet Chili. Das könnte Konkurrenz sein für meine Lieblingschips. Dann haben wir hier noch wohl Käse drin oder so. Schönegger Käsealm, Bergbauern, Heumilch, Naturschmecken, Wohlfühlen, Leben. Da scheint ein schmieriger, stinkender Käse drin zu sein, den wir auch nochmal testen müssen irgendwie. Mal gucken, vielleicht ist er so kräftig, dass wir Geschmack haben. Und hier haben wir nochmal was. Auch Bergbauern, Heumilch, Naturschmecken, Schönegger Käsealm aus Heumilch. Das Gute ist, als ich noch im Netto gearbeitet, nein, nicht den Käse, Adi. Als ich noch im Netto gearbeitet habe, habe ich mir auch immer so Milch in der Kuh drauf. Und dort stand echte Heumilch, echte deutsche Heumilch. Und die fand ich so toll, so kräftig vom Geschmack her. Besser als diese ganz normale Milch, die es überall gibt. Einfach Heumilch trinken, Bruder, ich schwöre. Und guck dir das an. Da ist noch ein 5er-Pack Käsenudeln mit drin von Samyang Bulldog Cheese. Meine Lieblings-Samyang-Sorte. Nicht nur ein 5er-Pack. Wir haben jetzt sogar noch ein 2. 5er-Pack drin, was auf dem Kopf steht. Das ist genau die umgekehrte Version. Das tun wir jetzt auch hier hin. Und dann haben wir hier riesengroß. Guckt euch diesen Haufen an. Guckt euch diesen Haufen an. Och, Adi, guckt doch nicht so traurig. Und dann guckt euch diesen Karton an. Los, Adi, los rein. Los, Adi, hüpf. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Adi haut. Nein, danke, riesengroßes Dankeschön an Veronika natürlich. Das ist nicht selbstverständlich. Der ganze Kühlschrank ist jetzt schon voll. Ihr tut uns so gut verpflegen hier. Die Mama findet das auch richtig toll. Die freut sich auch jedes Mal, wenn ich ihr das jetzt alles zeige. Erstmal geht sie an die Decke, weil sie gar nicht weiß, wohin damit. Oder wann sie das noch alles, ne? Aber ihr denkt an uns, das finde ich richtig toll. Danke an die tolle Community und an alle, die immer mal was schicken oder alle, die wenigstens sich mal erkundigen oder sonst was und hin und her. Ich bin da, ich werde ja weiterhin, ich versuche immer meine Videos zu machen und zu streamen, auch wenn man die meiste Zeit eigentlich nur faul in der Ecke liegt. Ah, ich hab's gewusst, da ist er im Karton, guck dir das an. So, komplett den Faden verloren, deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Guck mal, ich habe gar keine Haare mehr. Was passiert? Haarausfall. Haarausfall in Quarantäne. Pfeffi. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.